Granu, Kir Minadu. Ami Kustur Bagu, Kundu Mishi Bagu. Liebe Leute, es freut mich sehr, jetzt in diesem, man könnte es zweites Video nennen, einen etwas tieferen Einblick in etwas zu werfen, was seit neuestem ganz heiß und frisch auf dem deutschen Rollenspielmarkt da ist. Und zwar der Eine Ring. Der Eine Ring ist ein Rollenspiel, das habe ich in meinem letzten Video bei den Rollenspiel-Shots schon gesagt. Ein Rollenspiel, das mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet und das wirklich so eigentlich mein Herzsystem, Herzspiel ist, das ich wirklich mit nichts tauschen würde. Unabhängig davon, wie toll ich Game of Thrones finde, wie schön gearbeitet The Witcher ist. Es ist immer Mittelerde, wo ich alle Jahre wieder, wie zu Weihnachten, wo ich immer wieder zurückreise. Sowohl in den Büchern, als durch die Filme, als durch das Rollenspiel. Mittelerde war mein erster Kontakt mit der Fantasy-Literatur und der Eine Ring ist nun wieder zu haben in Deutschland. Und darüber bin ich sehr froh. Es ist die zweite überarbeitete Edition, die jetzt im Thoren Verlag erschienen ist. Und kommen wir erst einmal zu den harten Fakten. Wir haben es hier mit einem Buch zu tun, Hardcover, mit einer echt schönen Struktur. Wir haben so von außen fühlt es sich eher an wie so eine Art Pergament. Der äußere Rand, alles was hier so glänzt, das ist auch noch Pergamentstruktur, wenn man drauf schaut genau und auch drüber fühlt. Ist aber so vom Glanz her etwas hervorgehoben. Wir haben hier so eine Heldentruppe in der Silhouette vom Hexenkönig vom Angmar mit der einen Ring in dem Fall hier als roter Ring dargestellt. Total stilistisch wunderschön. Vor allem ich finde die Farbgebung, ich bin halt auch so ein Mensch, ich finde die Farbkombination schwarz und rot also unglaublich toll und spricht mich sofort an. Haben wir hier dann ja ein Rollenspiel in der Welt von der Herr der Ringe nach den Werken von J.R.R. Tolkien. Also haben hier schon mal eine total wertige Produktion, die man sofort merkt, dass da viel Liebe auch zum System, zum Buch selber gegeben wurde. Wir haben mal einen runden Einbandrand, also hier so ein Buchrücken, der ist rund gehalten. Ich kann das vielleicht mal am besten so zeigen. Ist für die Stabilität, ich habe mir das nachlesen lassen. Ich habe das nachgelesen, soll für die Stabilität des Buches gut sein, vor allem für die Leimung und die Bindung von innen. Was haben wir auf der Rückseite? Ja, unten die Lizenzinhaber und Preis und natürlich einmal grob zusammengefasst, was ist in dem Buch alles drin? Eine stilistische Darstellung scheinbar des Auges, finde ich, sehr schön gehalten. Also allgemein die Illustration, das hat mich am meisten gewundert. Es ist so, also gewundert wirklich, weil ich Angst hatte, dass das Regelwerk nicht so schön wird wie die anderen Sachen, weil es neue Illustrationen gibt und der ganze Stil sich so ein bisschen verändert hat, aber total zum Positiven. Ich bin seit dem ersten Moment, ich habe jetzt übers Osterwochenende mir das Buch angeguckt und habe vieles gelesen und vieles überprüft und für mich hinterfragt, so Regeln, was gibt es für Veränderungen und so weiter. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich schmöker darin gerne wieder. Das ist, die Eine Ringbücher sind immer so Bücher gewesen, in die ich immer wieder gerne reingeguckt habe, die ich mir aus dem Regal genommen habe, um zu lesen oder sie mir einfach nur anzusehen. Hier ist das Gleiche. Sofort ab dem ersten Moment. Jede Seite ist wunderschön gearbeitet, man schaut sie sich genau an, jede Illustration ist mit Liebe erstellt und gibt einfach den Flair von Mittelerde wieder. Und natürlich hier oben auch das wunderschöne Zitat. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, neun. Ja, okay, ich Gänsehaut. Wir haben hier ein Buch, das nicht im A4-Format ist. Wir haben hier ein Letter-Format. Also es ist ein bisschen breiter und weniger hoch. Und ich persönlich finde das gut. Ich finde das total klasse. Ich mag das. Gefällt mir sehr. Und ja, also für einige Leute, die das jetzt stören wird, also liebe Leute, der Eine Ring entweder haben auf Deutsch oder nicht haben. Ne? Also da würde ich um die Format, wenn alle Bücher in dem Format sind, ist das überhaupt gar kein Problem, sieht auch gut aus. Wenn jetzt nur das Regelwerk in dem Format wäre und alles, was danach kommt, in so einem A4-Format, dann würde ich sagen, Mario bringt das Regelwerk neu raus. Aber es ist auch formatierungstechnisch mit den PDFs und mit den ganzen Materialien zu arbeiten, höchstwahrscheinlich, so von meiner geringen Erfahrung und dem Wissen, was ich dahinter habe, unglaublich schwierig, das wahrscheinlich alles auf A4 zu strecken und umzuarbeiten. Ja,
schauen wir einmal in das Buch nochmal rein. Ich gucke nochmal eben ganz kurz, wie viele Seiten waren denn noch drinne. Also nicht, dass ich euch hier eine falsche Zahl nenne, was wir hier an Material bekommen. Das ist ein Regelwerk mit einer, Dicke von 237 Seiten. Ordentlich dick, wie man hier sieht. Finde ich voll in Ordnung. Und da mir sonst die Kamera umfällt, muss ich es euch jetzt aufgeschlagen hinstellen, damit ich euch das Innenleben zeigen kann und einmal sagen kann, was ist denn noch so drin in diesem Regelwerk. So, als erstes haben wir hier auf dem Einband auf der Innenseite eine Karte von Eriador. Etwas, was sofort für jeden, der der Eine Ring kennt, auffällt. Okay, wir haben nicht die Anfangsregion wie damals in den Büchern mit dem Düsterwald, sondern es geht nach Eriador. Es geht ins Auenland, es geht nach vorn aus in die einsamen Lande, die alten Königreiche von Angmar und die zerfallenen Königreiche mit Menschen, Lindon, die blauen Berge, alles. Wunderschön. Total schön gemachte Karte. Ist auch fürs Spiel wichtig. Das ist nämlich so die Karte, mit denen die Spieler planen, wo sie wie wann lang reisen. Man geht ja bei Leuten oder bei Helden immer ein bisschen davon aus, dass sie schon Ahnung haben von der Welt und dementsprechend schon mal so eine bessere Reiseplanung machen können als der durchschnittliche Bree-Länder, der nie aus Bree rauskommt zum Beispiel. Ja, deutsche Ausgabe, Originalausgabe ist eine Widmung. Dann kommt ein sehr schön gestaltetes Inhaltsverzeichnis. Zu jedem Inhaltsverzeichnis gibt es immer ein Deckblatt, das sich über zwei Seiten erstreckt, was ich total schön finde. Es ist alles farblich gehalten, es ist alles vom selben Illustrator gemacht. Und wer sagt, boah, die Illustrationen kenne ich doch, ja, die sind von den Illustrationen her an denen von Symbarum. Wer das kennt, das ist ein sehr finsteres Rollenspiel, angelehnt. Und da habe ich erst gedacht, oh, passt das? Aber ja, scheiße ja, entschuldigt mein Fluchen. Diese Illustrationen passen so gut zu Mittelerde und der Illustrationsstil passt so genial zu Mittelerde, es ist zum Verlieben. Man hat hier eine genaue Übersicht über die Inhalte in jedem Kapitel, angefangen vom Prolog, Aktionen im Spiel, Abenteurer, Eigenschaften, Fertigkeiten, Tapferkeit und Weisheit, wichtiger Wert, Abenteuerphasen, Gefährtenphasen, der Spielleiter, die Welt und natürlich nochmal ein Anhang. Schön über zwei Seiten verteilt, findet man schnell wieder. Und das Erste, was man sieht, Prolog. Zwei Seiten, wie gesagt, wunderschön. Richtig schön gearbeitet, wertig. Immer wieder mit Zitaten aus den Filmen unterstrichen. Hier ein Brief von Gandalf am Anfang. Und die Zeichen des dritten Zeitalters. Wir haben jetzt mal so hier so einen Prolog. Wir werden so ein bisschen eingeführt in die Welt. Und genau sowas zum Beispiel meine ich. Diese an Holzschnitt oder an so Kupferstich, beziehungsweise an diese Graustufenzeichnungen. Himmel, bin ich verliebt. Ich habe die gesehen, ich habe die Gestaltung der Seiten hier oben, dieser wunderschöne Bordeaux-Rand in Rot, unten die Seiten hier mit kleinen Illustrationen drin. Herrlich. Einfach herrlich. Es ist alles in so einer Art Pergament-Stil gehalten, was natürlich sofort zum Träumen einlädt, meiner Meinung nach. Und die Zeichnungen dann dazu und die kleinen Darstellungen überall in allen Ecken. Man ist dazu verleitet, die Seiten auch mal länger zu betrachten und nach Details zu forschen. Es ist ein Einband drin, sehr wertig meiner Meinung nach. Jetzt nicht sonderlich klein, ich habe relativ große Finger. Dementsprechend kann man sich vorstellen, oh, okay, gut, das passt. Und dann kommen wir auch schon zu Aktionen im Spiel. Aktionen im Spiel möchte uns erklären, wie Würfe abgelegt werden, welche Würfel gebraucht werden, wie ein Rollenspiel funktioniert, wie Würfel gewertet werden, wie sie interpretiert werden. Ich habe das schon in dem letzten Video gesagt, es bedient sich immer noch des alten Würfelsystems mit einem W12 bzw. 2W12 und maximal 6W6. Das bedeutet, wir haben es mit einem total simplen, sehr einfachen Regelwerk zu tun. Der sogenannte Heldenwürfel, das ist der W12, wird immer gewürfelt bei einer Probe und die W6 geben höchstens noch einen Bonus obendrauf, wenn man in einer Fähigkeit geschult ist oder geübt ist. Dazu haben sie noch eine Taurune, also es gibt viele kleine Details. Der Charakterbogen finde ich mal ganz interessant, ist so ein querer Charakterbogen, passt aber perfekt. Ja, dann kommen wir zum Kapitel Abenteurer. Es gibt eine Übersicht der heldenhaften Kulturen, die es innerhalb des Spiels gibt und wie gut welche Fähigkeit ausgeprägt ist, mit wie vielen Punkten wird das dann interpretiert. Meiner Kampffähigkeit mit 3 ist man ein erfahrener Kämpfer.
altgedient, meisterlich und heldenhaft ist man, sobald man 6 Punkte drin hat. Bedeutet, man darf dann auch 6 W6 würfeln. Wer Fragen hat zu den Regeln, empfehle ich, unten in der Videobeschreibung ist es wieder drin. Dustin von Hit Dice hat sich die Regeln angeschaut und hat das ein bisschen erklärt. Ich mache das jetzt nicht in diesem großen Stil. Ich möchte aber trotzdem meinen Senf dazugeben, weil ich Meinung habe, dass das Regelwerk jetzt, wie es jetzt ist, sogar besser ist als der alte, der eine Ring. Ich schiebe es nochmal ein bisschen ein Stückchen hier rüber. So. Dann haben wir die Völker. Da haben wir die Bardinger, die Elben aus Lindon unter anderem. Hobbits aus dem Auenland. Ja, ohne Hobbits geht es natürlich nicht. Menschen aus Bre haben wir hier dann noch. Die Waldläufer des Nordens. Und die Zwerge aus Durins Volk. Wobei die hier als diese sind, diese wandernden Zwerge, die man aus den Eredluin kennt, die immer mal wieder zwischen den Siedlungen umherreisen. Das sind jetzt nicht explizit die Zwerge vom einsamen Werk. Haben immer ihre Eigenschaften, 2 kulturelle, zum Beispiel hier die Naugrim, können bestimmte Waffen nicht führen, wie Langbögen zum Beispiel, sind ihnen einfach zu groß. Langspeere und Großschilde. Unnachgiebig, Belastung durch Rüstung wird halbiert. Dann hier die Attribute, man hat die Möglichkeit, das zu würfeln, nimmt man ein Paket oder man sucht sich eins aus. Wie alles berechnet wird, ist alles auf einer Seite so gesehen vertreten. Dann sucht man sich als Spieler eine Berufung aus, nachdem man sich ein Volk erwählt hat, das man spielen möchte. Und die Berufungen, und das ist immer eine sehr schöne Sache, sind sehr stark an den Figuren aus der Herr der Ringe orientiert. Es gibt zum Beispiel den Boten, den Befehlshaber, der Gelehrte, der Schatzsucher, der Hüter. Aragorn beispielsweise wäre ein Hüter, der als Dunedain umherzieht und versucht, die Menschen und beziehungsweise die Reiche der Menschen und alle Völker zu beschützen, die nicht dem Bösen dienen. Ein Streiter wäre jetzt sowas wie, meiner Meinung nach, Gimli, der ein wirklicher Kämpfer ist, ein Gelehrter ist Gandalf. Ein Bote wäre Frodo, der eigentlich nur den Ring wegbringen sollte. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Erfahrung obendrauf und dann haben wir auch schon die anfängliche Ausrüstung, also eine Tabelle mit allem Wichtigen. Und das ist etwas, was, finde ich, sehr, sehr wichtig ist im Verhältnis zur alten Variante von der Eine Ring. Das erste Regelwerk und die erste Edition auf Deutsch waren unglaublich unstrukturiert. Man musste sehr viel in dem Buch blättern. Jetzt haben wir wirklich alles relativ nah beieinander. Wir können mit allem sehr gut arbeiten. Wir können wirklich von vorn nach hinten einfach durchblättern. Und dann haben wir den Charakter fertig und haben alles Wichtige, was wir benötigen. Wieder ein Punkt, warum ich dieses Regelwerk so toll finde, ist feste Schadenswerte. Wir haben hier nicht so einen Quatsch wie bei D&D mit das Schwert macht, ist ein Großschwert, das 2W6 plus meine Stärke macht. Wow, also entweder, sagen wir mal, plus 2 hast du plus, entweder machst du 4 Punkte Schaden oder du machst 14 Punkte Schaden. Nein, ein Kämpfer ist immer gleich gut mit seiner Klinge, wenn er ein geübter Kämpfer ist. Sie ist immer gefährlich und nicht, je nachdem, ob er sein Müsli gefrühstückt hat oder nicht. Ich finde diese Dinge jetzt egal. Ja. Ich wollte mit dem D&D-Bashing aufhören. Es kommt nochmal ein extra Video zu D&D. Dann so alle nützliche Gegenstände. Und dann kommen wir auch schon zum Anfangsbelohnung und Vorteil. Weil es gibt 2 sehr, sehr explizite Werte im Regelwerk. Das ist einmal der Helden, die Tapferkeit und die Weisheit. Die Weisheit gibt dir einen besonderen Volksbonus oder einen allgemeinen Bonus. Und die Tapferkeit gibt dir so gesehen ein physisches Geschenk, eine Mitgift deines Volkes oder auch deines Gönners vielleicht. Das war zumindest in den alten Regelwerken so, mit denen du dann deine Abenteuer bestreiten kannst. Und es gibt natürlich auch noch die Gönner, Personen, die einem helfen, unterstützen. Gandalf wäre ein Gönner, der helfen kann. Hier jetzt zum Beispiel im Neuen ist Bilbo Beutlin ein Gönner, Círdan, der Schiffsbauer, ist einer, Gandalf ist einer, Balin, Fundins Sohn, kann ein Gönner sein, dann Gilrion, die Hals Tochter und Tom Bombadil. Ich wollte den Mann mit den gelben Stiefeln schon immer mal kennenlernen. Ha, herrlich. Und Herren Goldbeere natürlich. Ja, und man sieht es hier wieder, die Illustrationen strecken sich meistens, also es ist ja ganz selten so, dass du hier eine Textwüste hast. Also für jeden Leser und jeder, der auch Illustrationen mag und gerne sich Bilder anschaut und einfach mal auf diesen erforschen möchte, wird hier bedient. Dann, wie Erfahrung vergeben wird, wie man weitere Abenteuer erlebt und dann geht es auch schon zu den Eigenschaften. Also wir haben hier wirklich alles klar strukturiert. Was sind Kraft, was ist Mut, was ist Verstand? Das sind so die Haupteigenschaften. Dann natürlich die dazu mit verbundenen Fähigkeiten. Ich blätter hier jetzt mal ein bisschen schneller. Kampffähigkeiten,
Einzigartige Merkmale ist auch wieder eine schöne Sache. Wenn du die innerhalb des Spiels umsetzen kannst, kriegst du einen Bonus auf deine Würfe. Wenn du zum Beispiel ehrlich bist oder ehrenhaft, rustikal, kühn, höflich, in einer Auftretenssituation und du hast dieses Merkmal und du greifst darauf zurück, dass du halt ein höfliches Merkmal hast, dann würde der Spielleiter sagen, ist kein Problem, du darfst den W12 zweimal würfeln und bist damit im Vorteil. Also würde man bei D&D sagen, hier ist es bevorzugt oder benachteiligt. Aber die Mechanik bleibt gleich und ich mag das. Ich finde das wirklich gut, weil es vieles entschlackt, was zum Beispiel Schwierigkeitsgrade oder Modifikatoren angeht. Kannst einfach sagen, du bist im Nachteil durch die Probe. Du würfelst zweimal, nimmst das schlechtere Ergebnis. Oder du bist im Vorteil, nimmst zweimal den Würfel und nimmst das bessere Ergebnis. Ist eine positive Veränderung. Gefällt mir total. Auch die Tatsache, dass der Schwierigkeitsgrad sich jetzt immer von den Attributen ableiten lässt. Das heißt, ihr habt auf eurem Charakterbogen immer draufstehen, gegen was ihr würfeln müsst. Wenn ihr eine bestimmte Fähigkeit macht, zeige ich euch gleich nochmal auf dem Charakterbogen, wenn wir dann da sind. Ja, Ausdauer und Hoffnung. Ausdauer stellt so gesehen die Trefferpunkte dar. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, wirst du in Ohnmacht. Wobei man nicht wirklich sagen kann, es sind Trefferpunkte. Wenn man so lange verprügelt wurde, dass die Ausdauer auf Null ist, hältst du einfach nichts mehr aus und du fällst einfach in Ohnmacht. Und Verletzungen können durch durchbohrende Treffer entstehen. Das ist zum Beispiel, wenn du eine 10 oder eine Gandalfs-Rune auf dem W12 gewürfelt hast, das ist ein besonders kritischer Treffer. Da muss man einen Schutzwurf machen mit seiner Rüstung, sonst ist die Rüstung eigentlich auch nicht so wichtig, außer gegen halt diese durchbohrenden Treffer, weil sobald du eine Verletzung hast, bist du verletzt, noch eine Verletzung, stirbst du. Im schlimmsten Fall. Dann kann man Hoffnungspunkte ausgeben. Auch wieder eine schöne Mechanik, um so einen kleinen Boost zu bekommen, um bestimmte Situationen Bonuswürfel zu kriegen. Oder man kann, hat es halt im Vergleich wieder zu Schattenpunkten, weil man kann auf Dauer durch den Schatten verderben, man kann wahnsinnig, man kann gierig, man kann wie, bestes Beispiel für jemanden, der korrumpiert wurde, ist Gollum. Gollum ist vom Ring so stark korrumpiert, dass er zu einem sehr langlebigen, man könnte es Monster nennen, aber so einer sehr, sehr langlebigen, traurigen Figur geworden ist, die von ihrem Habgier und ihrer Gier zerfressen wurde. Ja, dann haben wir den Lebensstandard. Anders als bei vielen Rollenspielen haben wir hier so eine Art Überblick, was kann sich jemand leisten. Ist er arm, bescheiden, gewöhnlich, wohlhabend, reich? Und wie muss man sich das so ein bisschen mit Schatzwerten dann vorstellen? Weil es ist eher so abstrakt gehalten, was man alles findet. Man macht keine genaue Auflistung darüber, ob man jetzt 50 Goldmünzen gefunden hat oder man sagt einfach, ein Schatz ist Schatzpunkte wert, 1, 2 Schatzpunkte zum Beispiel. Und man kann die dann später auch investieren, um zum Beispiel in seiner Region, wo man herkommt, bei den Auenland-Hobbits beispielsweise, sollte man das regelmäßig machen, weil sonst verliert man dann Ansehen oder einem wird das Haus unterm Arsch weggepfändet, nur weil die Leute glauben, dass man tot ist. Ja, dann Tapferkeit und Weisheit, hatte ich schon gesagt, es gibt Belohnungen für die Tapferkeit und bei Weisheit gibt es die sogenannten Vorteile. Es gibt einmal die allgemeinen Vorteile und es gibt kulturelle Vorteile, die man dort bekommen kann, die halt von der jeweiligen Kultur, aus der man stammt, abhängig ist. Ja, auch hier finde ich wieder jede Seite eine Illustration, schön gemacht. Die Abenteuerphase ist eigentlich wirklich die Phase, in der das Abenteuer gespielt wird in der eine Ring. Und es ist jetzt nicht so wie in anderen Rollenspielen, wo du dann von Tag zu Tag ein Abenteuer oder innerhalb weniger Wochen 10 Abenteuer erlebt hast, sondern man wirklich sagt, ein Abenteuer im Jahr ist eine so strapazvolle, so eine gefährliche und so eine voller Kämpfe und Gefahren vollgestopfte Aktion. Danach muss man sich erstmal eine Phase gönnen, in der man sich ausruht, in der man das Ganze sacken lässt. Und das ist dann die sogenannte Gefährtenphase. Meistens so um den Jahreswechsel herum, denn niemand zieht im Winter auf ein Abenteuer aus. Das wäre vollkommen verrückt. Das ist super gefährlich. Hier haben wir nochmal eine Auflistung aller Waffen. Das sieht ein paar Mal öfter im Buch, das ist ganz hilfreich. Dann, jetzt sind wir schon bei Kampf. Wie läuft zum Beispiel auch eine Beratung und ein Treffen mit einem Gönner oder einer Interaktion statt, das man sich am Anfang vorstellt. Und ganz wichtig, Reisen. Ich habe euch die Karte am Anfang gezeigt und damit planen die Spieler ihre Reise. Wichtig ist auch die Karte am Ende des Buches, zeige ich euch später, mit der dann festgelegt wird, wie viele Felder eine Figur oder eine Gruppe wirklich reist. Hier haben wir zum Beispiel einen Reisebogen. Der kommt hoffentlich noch als PDF raus, müsste man nämlich haben, denn damit kann man genau skizzieren und dokumentieren, wo die Gruppe lang reist, wie lange das dauert, wie viel Erschöpfung sie dadurch bekommen, denn
Der Weg von einer zur nächsten Stelle ist ja die strapazvolle Sache. Es ist ja der Reiz des Spieles zu reisen durch Mittelerde. Und auf dieser Reise können dann Ereignisse stattfinden, die kann man hier dokumentieren. Ponys und Pferde können einen die Last erleichtern. Man sammelt Erschöpfungspunkte an, man schreibt genau auf, wann, wo, was ist. Ja, und ein kleines Tagebucheintrag kann man hier führen. Total schön, habe ich immer für Der eine Ring mir selber als Dokument erstellt, weil ich das wichtig finde, dass man das genau dokumentiert, wo man lang geht, wie viele Tage die Reise dauert und wie viele Ereignisse passieren können. Ist nicht erschrecken, es gibt zwar Drachen in Mittelerde, aber in diesem Buch gibt auch keine Drachen beschrieben. Das ist sehr gut, weil ich finde, Drachen sind so eine Art ultimative Gefahr in Mittelerde, gegen die man sich, ja, kaum richtig wehren kann. Smaug war im Verhältnis zu einigen Drachen sehr klein. Das wissen die meisten nur nicht. Ja, was zum Beispiel, welche Ereignisse könnten kommen? Ein Kundschafter könnte ein Ereignis, ein Speer, ein Jäger. Man übernimmt innerhalb einer Reise eine bestimmte Rolle als Spieler. Die muss auch erfüllt werden. Wenn die nicht erfüllt wird, muss einer vielleicht auch zwei machen. Das erschöpft ihn nur noch schneller. Wenn er Kundschafter und Späher ist, dann hat er ein Problem. Wenn er jetzt auch noch den Anführer machen muss und gleichzeitig Kundschaften, hat er auch ein Problem. Wir haben hier nochmal die Liste. Aufführer, Jäger, Späher und Kundschafter. Und daneben auch, welche Tätigkeiten darunter fallen. Ist sehr schön beschrieben, halte ich aber auch hier wieder kurz. Und dann können halt Ereignisse passieren. Ein Wetterwechsel, der die Reise behindert. Oder man trifft wirklich auf eine Meute Orks, die einem dann einen Hinterhalt legt. Ja, nach einem Abenteuer kommt dann die Gefährtenphase. Wie läuft die Gefährtenphase ab? Wie lange dauert sie? Die Örtlichkeit wählen. Trennt man sich vielleicht auch als Gruppe oder reist man weiter gemeinsam? Und die Verbesserungen durchführen. Nur in der Gefährtenphase kannst du Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte ausgeben, um dich zu steigern. Kannst du Tätigkeiten nachgehen, um Informationen zu sammeln, beispielsweise um deinen Gönner zu treffen, um Schattenpunkte abzubauen, um die du auf Dauer durch die Geschichte dir aneignen wirst. All das kann man in der Gefährtenphase. Wie gesagt, das sind dann meistens so 2-3 Monate, in denen man wirklich sich einfach eine Auszeit nimmt. Der Spielleiter, ja, hier wird nochmal ganz grob erklärt mit wichtigen Infos, was machst du in Mittelerde, was ist deine Funktion, wie wird das Spiel geleitet, welche Werkzeuge gibt man dir an die Hand. Beispielsweise, wie baut man eine Region um den Schatten auf? Wie sollte man das vermitteln? Spielleitercharaktere hat man eine große Auswahl. Schatten, Schattenpunkte, wie die verteilt werden, wie man dagegen ankämpfen kann, wie man die verhindern kann. Was sind Untaten? Beispielsweise durch bestimmte Handlungen bei der Einring. Und das unterscheidet sich ganz stark von anderen Rollenspielen. Kannst du Schattenpunkte aneignen, weil sie als wahrhaft böse Handlungen definiert werden. Das darf man auch nie vergessen. Ich hatte letztens noch auf dem Discord eine Diskussion, ob das Töten eines Orks eine Missetat ist oder nicht. Mord an sich ist eine Missetat, natürlich. Ist es jetzt eine Missetat, weil man einen Ork tötet, der sowieso als böse definiert wird? Ich habe dazu gesagt, es ist eine Auslegungssache. Meiner Meinung nach ist dieser Ork danach alleine, setze den aus oder... Was macht ihr mit dem genau? Hat er die Möglichkeit, vielleicht mit einer neuen Truppe zurückzukommen, um nochmal wieder Scheiße zu bauen? Also ich würde schon Schattenpunkte vergeben, wenn man ihn freilässt, wenn das eine schlimme Konsequenz haben könnte. Ihn einfach nur zu töten, um des Tötens willen, ist falsch, weil es eine Untat ist. Aber ihn zu töten, um zu verhindern, dass etwas Schlimmeres passiert, wäre keine Untat. Denn, und das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, und das muss man auch bei Mittelerde ganz klar verstehen, es gibt schwarz und weiß, also hell und dunkel. Es gibt das Gute und das Böse, es sind existenzielle Kräfte in der Welt. Morgoth existierte, Sauron ist seine rechte Hand. Das sind böse Wesen, die wirklich das Ziel haben, die Welt, wie sie ist, zu zerstören. Tolkien hat hier eine klare, schwarz-weiße Welt erschaffen. Und wenn ein Charakter auf seinem Schattenpfad Schattenpunkte ansammelt, kann es auf Dauer dazu kommen, dass er halt zum Beispiel ein erster Wahnsinnsanfall bei Fluch der Rache ist boshaft, zweiter wäre brutal, dritter wäre grausam und vierter ist Mordlüster. Man wird immer schlimmer in seiner Figur, bis man irgendwann so sehr dem Bösen verfallen ist, dass man als eine böse Figur nur noch gespielt werden kann. Hobbits und Menschen können Schattenpunkte am leichtesten abbauen. Zwerge bei der einen Ring früher konnten das in einen Grollpunkt umwandeln, das ist ein dauerhafter Punkt. Und bei den Elben früher, und da müsste ich jetzt hier nachlesen, weil das habe ich noch nicht gefunden,
war das früher so, dass sie eine Fähigkeit auswählen, die markieren sie mit einem kleinen Auge oder mit einem schwarzen Punkt daneben. Und so viele Schattenpunkte, wie man Fähigkeitspunkte darin hat, hat man verloren. Das kannst du bei jeder Fähigkeit einmal machen und dann musst du raus aus Mittelerde, weil dann ist zu viel. Ja, dann haben wir eine schöne Übersicht an Widersachern, wie hier zum Beispiel den Hexenkönig. Ich finde diese Illustration vom Hexenkönig mit den anderen 8 Ringgeistern einfach der Hammer. Es ist einfach unglaublich geil. Himmel, Arsch und Sven. So, ja, dann haben wir böse Menschen, im Sinne Diebe, Raufbolde, feindselige Südländer und so weiter. Dann haben wir natürlich eine Übersicht von Orks, die es gibt. Dann haben wir Trolle, denen man begegnen kann, denen keiner begegnen will, weil die sind wirklich heftig. Dann haben wir hier Untote, also in dem Sinne Unholde beispielsweise, Geister und Sumpflinge werden hier beschrieben. Wölfe und der Wildnis, das sind Werwölfe zum Beispiel, oder der Varg, der große Alpha-Varg. Und dann gibt es Schätze. Also es ist eine kleine Übersicht, aber das reicht vollkommen aus, denn manchmal ist die Reise ja selbst schon gefahrvoll genug. Dann eine Darstellung von Schätzen, was ich sehr cool finde. Im früheren Eine Ring war das noch nicht im Regelwerk drin. Da gab es das nur im Bruchtalbuch. Und es ist erst später dazu gekommen. Jetzt ist es schon mit drin, dass du wirklich Schätze erschaffen kannst, dass du außergewöhnliche Gegenstände erschaffen kannst und dass du ihnen auch schon Eigenschaften zuteilen kannst, die wirklich mächtig sind. Das ist diese Form von Magie, die man in Mittelerde hat. Man kann keinen Feuerball werfen, aber deine Klinge richtet bei Orks mehr Schaden an, weil sie gegen Orks geschmiedet wurde oder... Sie zeigt ein bläuliches Leuchten, dass Orks und Bilwisse in der Nähe sind. Eine andere Mechanik noch, die dazu kommt, ist das Auge von Mordor. Das Auge wird irgendwann aufmerksam auf Heldentruppen. Bei Menschen und Hobbits im Allgemeinen hat man erstmal einen Startwert von 0. Ist ein Zwerg oder mehrere Zwerge in der Gruppe 1. Bei 2 oder mehr Dunedain und Elben sind es schon 2. Und bei einem Hochelben, Hochelben sind hier im Buch noch nicht beschrieben, werden aber im Spielleiterschirm nachkommen, der auch schon in Arbeit ist beim Truan Verlag. Und da hat man schon einen Startwert für Saurons Blick 3. Der schaut genau hin, was macht der da? Und dann kann es passieren, wenn man eine bestimmte Jagdschwelle erreicht, dass man in bestimmten Regionen von Orks gejagt wird, dass sie einem Hinterhalte legen und so weiter, weil der dunkle Herrscher verhindern möchte, dass sie sich gegen ihn stellen. Ja, dann haben wir Eriador. Eine Weltbeschreibung, wieder durchzogen von kleinen Landkartenausschnitten, von Beschreibungen der Orte, von wichtigen Personen oder auch hier von Ereignissen, die man auswirken kann im tänzelnden Pony. Und ha, herrlich. Ist auch schon wieder etwas, wo ich mich reingeschmökert habe. Ich habe richtig die Zeit vergessen, als ich das gelesen habe. Ja. Total toll. Dann Abenteuer in Mittelerde. Wie man die Stimmung aufbaut. Und dann kommt schon der Anhang. Dann wird eine Ansammlung von Gönnern gezeigt. Hier dann zum Beispiel einer der wenigen Elben, die einen Bart haben. Und es gab sogar, ja, den Nebelstein. Nebelstein, ja. Es gab schon ein kleines erstes Abenteuer, was hier drin bespielt werden kann. Sehr cool. Auch mit Karten von der Region, wo es das Ganze spielt. Von Wesenheiten, die man da begegnen kann. Und dann hier nochmal Tabelle, das Wesen wird bezeichnet als zum Beispiel, ja, Eigenschaften. Charakterbogen, da komme ich gleich nochmal kurz zu. Hier ist dieses Reisedokument, ist hier schon drin. Und dann haben wir hier nochmal genau die Karte mit einer Auflistung, wie eine Reise abläuft. Und Hexfeldern und farblich markiert, was ist das? Ist das wildes Land? Ist das Grenzland? Oder ist das vielleicht dunkle Länder? Alles was... Orange, dunkel ist, das sind die dunklen Länder. Grün ist wildes Land und gelb ist Grenzland. Grenzland reist man noch am leichtesten und am ungefährlichsten durch. Die dunklen Lande sind halt diese Regionen, die schwierig sind. Hier sind zum Beispiel die Hügelgräberhöhen, weil hier ist Bre. Auf der Straße Richtung Auenland kommt man da ja vorbei. Und dann geht es hier weiter zum Nebelgebirge. Hier ist es. Hier geht es runter nach Dunland. Hier sind die Eredluin und die blauen Berge. Ha, wunderschön. Wunderschön. Ja, ich wollte noch eben etwas zu dem Charakterbogen sagen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, ob ich das so schnell hier gedreht bekomme und so, dass ihr es auch erkennen könnt. Ihr habt zum Beispiel hier einen Wert bei Kraft. Habe ich jetzt einfach mal so eingeblendet. Autofokus, Autofokus, Fokus. Ah,
bisschen weiter weg, habt ihr hier oben den so gesehenen Wert, der da reingekommt. Und dann wird hier der Schwierigkeitsgrad in das große Feld immer eingetragen. Der Schwierigkeitsgrad rechnet sich immer aus 20 minus das Attribut oder den Eigenschaftswert, den man hat. Und dann hat man schon immer festlegen, wenn du eine Probe auf eine Aktion mit Kraft machst, darunter stehen dann die Fähigkeiten, musst du immer den SG so und so schaffen. Total simpel. Richtig gut. Gefällt mir. Ist eine positive, sehr coole Umsetzung, wie man es machen kann. Und ehrlich gesagt auch, ich glaube, die stimmigste für der eine Ring oder der Herr der Ringe. So, ich habe das hier auf so einer Buchstütze liegen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier so runtersackt, aber das ist so die Buchstütze scheinbar. Ja, wir haben einen kurzen Einblick von einer halben Stunde in dieses Regelwerk gemacht. Kommen wir zu meinem Fazit zum Schluss. Der eine Ring ist wieder da und mein Herz hat einen Sprung gemacht, als dieses Buch bei mir angekommen ist. Ich danke Mario Truant dafür, dass er der eine Ring zurückgebracht hat nach Deutschland und hoffe, dass dieses System, diese Welt noch viele Jahre hier bei uns bleiben wird, dass vieles dafür produziert wird und dass es nicht unbedingt alles in D&D kommt. Also wie gesagt, Dungeons & Dragons, ich mache nochmal ein extra Video dazu, ich halte es einmal aber kurz. Es hat seine Daseinsberechtigung, absolut. Ich als subjektives, einzeldenkendes Wesen finde D&D aber nicht gut. Warum? Es ist zu strukturiert, klar, geradlinig, würde ich es mal sagen. Die Charakterentwicklung ist mir nicht vielseitig genug. Ja, okay, gut, jetzt könnte man sich beschweren, das hier ist auch nicht vielseitig genug, aber ich weiß nicht, ich mag auch nicht Schaden auswürfeln, zum Beispiel. Ich finde das schwachsinnig. Ich finde, Schadenswerte sollten klar sein. Bei Game of Thrones wird es durch die Stärke und die Waffe definiert, hier wird es durch die Waffe klar definiert. Reicht mir vollkommen aus. Also, ja, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich glaube, die Community hasst mich demnächst. Aber nochmal zum Fazit. Es gibt Regelveränderungen, die sind ultra positiv, sind wirklich schön gemacht. Kein Schwierigkeitsgrad mehr, der vom Spielleiter definiert wird, sondern der Schwierigkeitsgrad wird durch die eigenen Werte definiert, was super cool ist und realistisch. Die einzige Hindernis, was dir im Weg steht, ist nicht nur die Situation, weil manchmal kann man auch klar im Benachteil sein, wenn du irgendwo hochkletterst bei Regen, würde ich sagen, mach mal einen Wurf, du bist aber im Nachteil, weil es ist alles glitschig, es ist alles nass. Aber du stehst trotzdem, so gesehen, immer noch im Fokus deiner eigenen Werte. Heißt, dein eigenes Talent, deine Attribute, deine Fähigkeiten definieren, wie gut du in etwas bist, wie gut du damit umgehen kannst und wie gut du damit klarkommst. Und nicht ein willkürlich zusammengereimter Schwierigkeitsgrad, der Spielleiter sich gerade aus den Fingern saugen musste. Ja, das ist etwas, was ich sehr positiv finde. Es ist super strukturiert, das Buch ist wunderschön gearbeitet, es lädt zum Schmökern ein, es lädt dazu ein, einfach sich in Mittelerde zu verlieren. Da mal nebenbei den Soundtrack hören, warum es den hier nicht gibt nebenbei, YouTube würde mir den Arsch wegbannen, wenn meine Musik von Herr der Ringe oder von den Hobbit hier abgespielt werden würde. Da ist, ja, der ursprüngliche Besitzer ist da sehr, sehr knallhart, würde ich es mal bezeichnen. In der Startbox hatten wir nur Hobbits und einen Zwerg, den man spielen konnte. Hier haben wir jetzt eine große Auswahl von Völkern, die man spielen kann. Ich finde es interessant, dass man den Blick erstmal auf Eriador richtet und die Region um das Auenland. Da gibt es auch viele Dinge, die man tun kann und viele Dinge, die man erleben kann. Und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Ich bin sehr positiv gestimmt. Ich freue mich sehr, dass es rausgekommen ist. Ich finde die aktuellen Regelveränderungen, die ich gelesen habe, sehr gut. Man hat aber auch viele Sachen aus der einen Ring, aus der ursprünglichen Variante beibehalten. Beispielsweise beim Kampf, dass man in Haltungen gehen muss. Kampfhaltung, Bereitschaft, Verteidigungshaltung und hinten. Und man kann nur hinten stehen, wenn vorne in den anderen Haltungen zwei so gesehen drinne stehen. Und nur in hinten kann man auch mit dem Bogen schießen. Wie gesagt, es hat vieles gleich geblieben und kleine Veränderungen, die mir immer wieder auffallen. Auch, dass die Sechsen, also die gewürfelten Tauhunen, die man jetzt hat, nicht nur einfach den Schaden erhöhen, sondern dass man mit denen eine Funktion einnehmen kann. Dass man sagen kann, ich gebe eine von den Runen aus, um meine Verteidigung für die nächste Runde zu erhöhen und eine aus, um meinen Schaden für diesen ersten Schlag jetzt zu verbessern. Also, es sind Kleinigkeiten drin. Ich werde mich jetzt nicht großartig mit dem Regelwerk beschäftigen, im Sinne, dass ich hier Regelvideos mache, denn dafür sind Witcher und Game of Thrones zu zeitaufwendig, was das angeht, und ich möchte da mich erstmal drauf konzentrieren. Aber ich werde es spielen. Auf jeden Fall werde ich dieses wunderschöne Regelwerk und diese tolle Welt bespielen. Und das wird hier wahrscheinlich auch auf dem Kanal zu sehen sein. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen freuen und über einen Kommentar. Habt ihr das Regelwerk schon? Wollt ihr das Regelwerk noch haben? Und
ja, war es nützlich oder hätte euch noch was gefehlt? Bitte lasst es mich wissen. Ich möchte mich immer wieder verbessern und weiterentwickeln. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, euer Flo.